Herzlich willkommen zurück bei Shiver Poltergeist. Ja, das letzte Mal haben wir hier ein bisschen rumgewimmelt, das Porträt bekommen und dieses Hochzeitskleid ins Öl getunkt und einen öligen Lappen erhalten, den wir hier hinten im Keller benötigen. So, wo war es denn noch gleich? Ja, der Aufzug scheint festzustecken. Druck des Boilers ist zu hoch und war das hier irgendwo? Der Patrone etwas Brennbares hinzufügen. Ja, das brennt jetzt. Super. Jetzt muss ich das Gemisch nur noch anzünden. Unser treues Feuerzeug. Und puff! Was für eine gigantische Explosion. Aber gut, sie hat seinen Zweck getan, ihren Zweck getan und jetzt können wir hier hinein. Hier ist auch wieder duster wie im Bärenarsch. Ich kann überhaupt nicht sehen. Ich muss eine Taschenlampe verwenden. Verwenden wir mal unsere Taschenlampe. Hier ordentlich der Fuselvorrat des Schlosses. Bezweifle, dass der gute Dienermensch da dran war. So, was haben wir hier? Eine Buddel Jägermeister. Du hast Folgendes gefunden. Eine Dose. Mit ekligen alten Sardinen drin. So, was haben wir da? Ein tiefes Loch. Da komme ich nicht heran, aber wir haben doch die Kette mit den Haken. Wir bekommen einen Eimer mit Wasser. Und eine Kasserolle. Damit könnte ich etwas kochen oder schmelzen. Milch schmilzt nicht, oder? Gut, Wasser. Da hinein. Klappe dicht. Und perfekt. So. Genügt das? Es genügt. So. Der 0., 1., 2. und 3. Stock. Hinter den Türen ist eine Wand. Ich komme wohl in einer anderen Etage nach draußen. Dieser Knopf lässt sich nicht mehr reparieren. Einer der Knöpfe fehlt. Presto, das hat funktioniert. Aber wo soll ich nun hingehen? Na, sehen wir ja gleich. So, wo sind wir hier denn gelandet? In der alten Küche. So, Funzel kommt aus. Batterien sparen und so. Das machen wir mal auf. Und da finden wir eine verkohlte Seite. Ich habe Brendas Ring immer noch nicht gefunden. Sie wollte ihn immer in ihrem Medaillon aufbewahren. Aber dieses ist auch verschwunden. Beide waren in meinem Nachttisch, aber sie sind verschwunden. Na, hat da jemand gediebt? So, können wir hier den Türhaken mitnehmen? Können wir. Der sah mir gerade schon so verlockend aus. Vielleicht müssen wir den ja gleich nochmal jemandem über den Kopf hauen. Obwohl, bis auf den Butler war hier ja die ganze Zeit jetzt keiner. Hm, naja. Und hier ist ein neues Wimmelbild. Wir suchen eine Zuckerzange, eine Ente, eine Muschel, einen Nusskern, einen Schwimmer, wieder, einen Tappenzapfen, wieder, eine Glühbirne, Fische, wieder, ein Bügeleisen, wieder, eine Kaffeekanne, eine Feder, wieder und eine Schere, auch wieder. Muschel, habe ich schon gesehen. Muschel, 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 Schwimmer. So, Glühbirne, Fische, Bügeleisen. Glühbirne. Fische. Bügeleisen. Nein. Zuckerzange, Tannenzapfen. Zuckerzange, Tannenzapfen. Zuckerzange, Tannenzapfen. Bügeleisen, Kaffeekanne, Feder. Kaffeekanne, Kaffeekanne, Feder. Das hier ist die Zuckerzange. Tannenzapfen. Bügeleisen, Kaffeekanne, Feder. Hm.
Tannenzapfen, Bügeleisen. Kaffeekanne, Feder. Ich gucke da bestimmt sowas von drüber weg. Das ist die Teekanne, keine Kaffeekanne. Feder haben wir da. Tannenzapfen, Tannenzapfen, Tannenzapfen. Tannenzapfen. Da haben wir den Tannenzapfen. Bügeleisen, Kaffeekanne. Ist das die Kaffeekanne hier hinten? Nein. Bügeleisen, Kaffeekanne. Irgendwie sehe ich es gerade nicht. Was haben wir da? Muster links. Schere, Nusskern, Ente. Nusskern, da hauen wir doch mal mit dem Hammer hier auf den Nusskern. Nein, das geht nicht. Mit dem Nusskern, ja, so. Was haben wir da? Das erkenne ich kein Stück, was soll das sein? Also hier ist die Walnuss. Und das ist ein Ding. Das können wir nicht kombinieren, aber ich könnte auch einfach mit dem Hammer auf die Nuss hauen. Mein Mann lässt mich nicht. Ente. Ente, Ente, Ente. Warum geht die Ente nicht? Das mit den... Ah, Sauberwischen. Jetzt geht die Ente auch. So, Nusskern, Bügeleisen, Kaffeekanne, Schere. So, mit dem... Das war die Kaffeekanne. Ich wollte das gerade benutzen, um auf den ollen Nusskern zu hauen. Bügeleisenschere, Nusskern. Das ist Bügeleisen? Nein. Das? Nein. Wo ist das verdammte Bügeleisen? Ich gehe mal näher ran. Funzel an. Das hat uns ja schon ein paar Mal geholfen. Oh, was haben wir da? Der Nussknacker. Und oh, der Nusskern. Haben wir da noch eine Schublade? Nein, aber da. Da ist eine Schere. Oh, wieder dicht. Denn das muss ja jetzt irgendwie offen rumliegen. Weil ist ja hier nicht gelb oder so. Wo ist das verdammte Bügeleisen? Ich sehe es nicht. Tipp. Naja, ernsthaft? Ich habe es nicht gesehen. So, wir bekommen die Zuckerzange, natürlich. Und weiter geht's. Anscheinend sind wir tatsächlich nicht wohl gelitten hier. Ich bekomme ein Kuchenmesser. Das ist doch kein Kuchenmesser. So, da ist aber gerade nochmal eine Notiz in unserem Buch geflogen und ich würde sagen, wir lesen nochmal ein bisschen. Denn...
Ui, da hat sich ja jetzt einiges angesammelt. Ja, denn wir haben ja jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut. So, haben wir gelesen, haben wir gelesen, haben wir gelesen, haben wir gelesen. Haben wir auch gelesen. Dickkopf Richard und ich haben also mehr gemeinsam als unser Aussehen, ja. Weiter geht's. Der gute Lord Kengel hat wohl nicht viel von den Liebeleien seines Sohnes gehalten. Meint er damit das verbrannte Medaillon, das ich im Spiegelsaal gefunden habe? Wahrscheinlich. Dieser Poltergeist versucht mich immer wieder auf neue Weise umzubringen. Tja, irgendwie ist er wenig erfolgreich. Ob ich das besorgen soll, weiß ich noch nicht. Oh, was haben wir hier? Kerze. Nehmen wir mal mit. Und das Bild. Ist das das Ergebnis der Wut des Poltergeists? Wir kriegen einen. Das Porträt blutet ja. Wir kriegen ein Rapier. Wahrscheinlich hat er die Rotweinleitung getroffen. So, es gibt keinen Zweifel, dass Brenda oder besser gesagt ihr Geist die Schuld trägt. Ich schwöre, dass ich das Kengel-Anwesen ein für alle Mal von diesem Geist befreien werde. Jawohl, Dr. Wenkman. So, da geht's weiter. Boah, das sieht spooky aus mit diesem Rumgeneble hier. Ach nee, wie niedlich. Er morst uns was. Was haben wir denn da? Ich komme nicht heran, aber ich kann dort unten etwas erkennen. Ja. Mit einem Schürhaken. Nein. Mit einer Zuckerzange. Nein. Mit einem Rapier. Mit einem Rapier. Wenn ich es mit dem Rapier ersteche, geht es nur kaputt. Ich kombiniere das Rapier mit der Kerze. Okay. Also so kommen wir da nicht ran. Was haben wir hier hinten denn noch? Hier steckt ein Teil eines Schlüssels fest. Ich muss ihn irgendwie herausziehen. Versuchen wir mal die Zuckerzange. Ich muss eine Kopie anfertigen. Das Folgende ist gefunden. Schlüsselteil. Soll das eine Warnung sein, dass ich hier nicht herumschnüffeln soll? Wenn ja, dann hat sie meine Neugier nur noch mehr entfacht. Das ist die Gelegenheit, um meinen Schlüssel zu benutzen. Den wir noch nicht haben. So, die Tür ist dicht. Aber da kommen wir hinein. Lampe aus. Ups, was war das denn gerade? Fensterkit. Ich könnte etwas Spachtelmasse wegkratzen. Derjenige, der das Fenster für den Winter abgedichtet hat, war nicht sehr sorgfältig. Viel hilft viel. Nehmen wir das Kuchenmesser? Hm, das hat ja geklappt. Wunderbar. Nee, ernsthaft. Rapier mit Spachtelmasse. Ja, dann können wir uns ja jetzt bedienen. So. Pieks. Du hast Folgendes gefunden. Porträt. So, was haben wir hier noch? Der Code besteht aus den letzten Ziffern der ersten Jahre. Welche ersten Jahre? Muss mal überlegen, was das genau heißen soll. Inzwischen schaue ich hier rein. Was haben wir? Diese Statuette ist aus Bronze gemacht. Ah, ich sehe. Die schmelzen wir gleich ein. So, da ist ein Kästchen. Lotto! Hm, könnte ich es als Ersatz verwenden. Lotteriekugel. Als Ersatz wofür?
Richard ist tot. Warum hat er Brendas Geist herbeigerufen? Sie hat ihn umgebracht. Ich weiß es. Die Polizei behauptet, dass er von einem Blitz getroffen wurde. Aber ich weiß, dass Brendas Geist meinen Sohn getötet hat. Seine Witwe Catherine und einige der Angestellten haben das Anwesen verlassen. Nur James verbleibt. Er sagt, dass ich stark sein muss. Dass ich eine Kettengel bin. Aber ich bin müde. Ja. Wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen bei Shiver Poltergeist. Euer Sir Lauren.